ist ja eben schon sehr deutlich geworden, dass Wohnraum für alle natürlich in einer Metropole, in einer Stadt wie Frankfurt oder wir werden später ja auch nach Hamburg schauen, eine große Herausforderung ist, weil eben die Haushaltsnettoeinkommen auch so liegen, dass man diese hochpreisigen Wohnungen ja gar nicht mehr bezahlen kann. Deswegen, das ist die Überleitung jetzt zu unserem ersten Impulsvortrag, freuen wir uns ganz besonders, dass wir Professor Dr. Tilman Harlander heute hier haben aus Stuttgart. Er lehrte und forschte an der Architekturfakultät der Universität Stuttgart und ist heute, er ist emeritiert, noch immer ein sehr gefragter Gesprächspartner, wenn in Großstädten Frankfurt, Berlin, München, eigentlich überall in Deutschland und auch darüber hinaus neue Stadtviertel entstehen sollen. Und was ihn für unsere Veranstaltung so interessant macht, sind seine Spezialgebiete, denn er schaut auf die Soziologie des Wohnens und die moderne Entwicklung der Städte. Und das ist eine ganz interessante Kombination. Deswegen freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Professor Harlander. Ja, vielen Dank, Frau Boberg, für die netten einführenden Worte. Herr Josef, sehr geehrter Herr Josef, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie jetzt auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung zu dieser Veranstaltung. Ich konnte vorhin kurz im Gespräch mit Herrn Josef schon sagen, von meinem Eindruck her, und ich komme tatsächlich in vielen Städten herum im Rahmen meiner Jury- und Beratungstätigkeit und auch Forschungstätigkeit. Frankfurt, das ist mein Eindruck, hat den Ernst der Lage verstanden und befindet sich wirklich in einem dynamischen Aufbruch gegenwärtig, über den man aber diskutieren muss. Ich habe Ihnen ein paar Folien mitgebracht, mit denen ich aus meiner Sicht einige der Essentials ansprechen will, die meines Erachtens in dieser Situation notwendig sind. Wir können mal, ich gehe mal hier jetzt auf das erste, Moment. Ja, kein Wunder, das wird Sie nicht überraschen, vielen Dank. Ich starte mit einem kurzen Blick auf die gegenwärtige Immobilienkrise, auf den Immobilienboom und den Verwerfungen, die er ausgelöst hat. Sie sind noch gar nicht auf die Preise zu sprechen gekommen. Es hat jetzt auch keinen Sinn, hier lang Zahlen auszubreiten. Aber Sie wissen das. In Frankfurt wird ja gebaut und es wird viel gebaut, aber es sind mittlerweile 30% der Neubauwohnungen entstehen in Hochhäusern. Und was haben wir da für einen Durchschnittspreis pro Quadratmeter? 7.200 oder 7.300 Euro pro Quadratmeter. Und im Durchschnitt sind es immer noch über 5.000 Euro pro Quadratmeter. Meine Damen und Herren, da ist etwas fundamental aus dem Ruder gelaufen. Natürlich ziehen derartige Preise, die aus einem normalen Lebensersparnis von Mittelschichtlern nicht mehr finanziert werden können, die ziehen den gesamten Markt auch in die Höhe. Und ich habe in der Vorbereitung auf diesen Abend natürlich auch in die Angebotsportale, die Immobilienportale geguckt. Und da, egal ob Immobörse oder Immowelt oder andere, da beginnen auch die Mietpreise erst bei 15 Euro. Und wenn Sie dann tiefer reingehen, dann sind Sie ganz schnell auch bei 20 Euro pro Quadratmeter. Ja, und ich habe Ihnen nur ein einziges Beispiel mitgebracht. 140 West, das ist das Quartier, das jetzt auf dem Gelände des gesprengten AfE-Turms entsteht. Und naja, da gibt es keine einzige öffentlich geförderte Wohnung, weil als der Bebauungsplan gemacht wurde, die neuen Regelungen noch nicht galten, die Herr Josef gerade angesprochen hat mit der 30%-Quotierung. Keine einzige öffentlich geförderte Wohnung. Und gefragt nach den Miet- und Kaufpreisen, denn das ist ein sogenannter Hybrid, das größte Hochhaus, das dort entsteht, unten Hotel, dann kommen in den mittleren Lagen die Mietwohnungen und dann wurde die Sicht besonders schön ist, die Eigentumswohnung. Dann wurde er gefragt von dem FR-Journalisten, mit was für Preisen und Mieten müssen wir rechnen? Und darauf hat er in schöner Offenheit gesagt, so viel wie möglich. Ja, und im selben Atemzug, aber auch der Vorstandsvorsitzende des Investors hat das diese Art von Wohnungsbau als die Modelle urbanen Wohnens der Zukunft bezeichnet.
Und genau das, meine Damen und Herren, ist es eben nicht. Das ist das Problem, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen müssen. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Es ist nichts gegen Luxuswohnen zusammen. Das ist ein Segment des Wohnungsmarktes. Aber das muss in einem vernünftigen Verhältnis auch zu anderen Segmenten bezahlbaren Wohnens stehen. Und das tut es immer weniger überall in den westdeutschen Großstädten, vor allem natürlich in den Wachstumspolen, auch Universitätsstädten zum Teil, entstehen immer mehr dieser Inseln des Reichtums, dieser Enklaven, oft städtebaulich abgeschirmt, nicht gated. Das ist eine andere Entwicklung des Immobilienmarktes als in vielen anderen Ländern der Welt, in denen überall gated, wirklich abgeschlossene gated Communities entstehen. Bei uns ist das etwas weniger hart, wird das mit städtebaulichen Mitteln häufig abgeschirmt. Und das perforiert den Stadtzusammenhang und droht natürlich auch zu einer Spaltung der Stadtgesellschaften zu führen und den sozialen Frieden zu gefährden. Ich brauche Ihnen das jetzt nicht im Einzelnen aufführen, auch die Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt. Vielleicht noch eine Zahl. Frankfurt hat 9.500 Wohnungssuchende und jetzt dürfen Sie mal raten, wie hoch ist die Vermittlungsquote jährlich? 22%. Das kann gar nicht bedient werden. Die Hälfte davon sind wirklich harte Dringlichkeitsfälle. Und das ist die gleiche Situation wie in anderen Städten auch. Wenn wir über Vielfalt und Mischung sprechen, dann müssen wir von vornherein im Auge haben, dass es sich hier um viele sich überlappende und verschränkende Dimensionen handelt. Es geht nicht nur um das Miteinander von Arm und Reich und die Sorge für ausreichend sozialen Mietwohnungsbau etwa. Nein, es geht zugleich um die funktionale Mischung, die Verschränkung von Wohnen und Arbeit, um ethnische Mischung, generative Mischung der Religionen. Es geht aber auch um eine gebäudetypologische Mischung. Ich komme aus einer Architekturfakultät und habe immer wieder erlebt, dass die ideale städtische Wohnform gesucht wird und in früheren Jahrzehnten die neue Stadt propagiert wurde und gleichzeitig kulturell entwertet wurde, die alte historische Stadt. Das ist falsch. Es geht um ein Ineinander und Miteinander auch dieser unterschiedlichen Schichten von Stadt. Wir brauchen eine Vielfalt an Bauträgertypen, natürlich auch eine Akzeptanz von Alt und Neu und nicht zuletzt eine geglückte Mischung von öffentlichen und privaten Räumen. Und da werden wir nachher ja noch mehr hören. Ich nenne Ihnen jetzt noch ein paar Essentials. Es wird Sie nicht wundern, dass ich als Stadt- und Architektursoziologe beginne mit einem Punkt soziale Vision. Das verlieren wir zu oft aus dem Auge über unseren Debatten um Quotierungen und um Mietpreise und Miethöhen und ersten, zweiten, dritten, vierten Förderweg und so weiter. Ich finde da Kopenhagen immer noch beispielhaft und an der Spitze und beratend dort tätig Jan Gehl, einer der führenden Städteplaner und Stadtsoziologen weltweit, der berät Melbourne und New York gleichermaßen und war besonders erfolgreich in Kopenhagen. Und was ist das Entscheidende daran? Sein Hauptaugenmerk liegt auf dem Dazwischen, zwischen den Gebäuden, den öffentlichen Räumen und deswegen stellt er das Stadtleben ins Zentrum. Er sagt, erst müssen wir eine Vorstellung darüber gewinnen, welches soziale Stadtleben wir wollen. Und dann können wir daran gehen, dementsprechend öffentliche Räume und den entsprechenden Städtebau zuzuordnen, den Stadtraum zu organisieren und schließlich kommen die Gebäude. Bei uns ist es umgekehrt. Da kommen zuerst die Gebäude mit ihren Investoren und dann versucht die Stadtplanung noch ein bisschen das Schlimmste zu verhindern und um das Stadtleben, das ist eine Residualgröße. Nein, umgekehrt sollte es sein.
Ich beginne jetzt im engeren Sinn mit der Nutzungsmischung, die funktionale Mischung. Wir alle wissen, Urbanität, ein lebendiges Stadtquartier entsteht nur, wenn es gelingt, wieder zu einer Nutzungsmischung auch zu kommen. Eine der Pionierstädte, die das seit den 90er Jahren versucht hat, ist Freiburg mit seinem französischen Viertel. Allein in diesem französischen Viertel mit seinen 2500 Einwohnern sind 150 Kleinbetriebe untergekommen und das wurde europaweit bestaunt und auch prämiert. Aber es bleibt eine schwierige Herausforderung. Ich habe Ihnen da noch eine Folie mitgebracht von einer Tagung mit dem bezeichnenden Titel Mission Impossible. Frau Scholz vom nordrhein-westfälischen Ministerium, die diese Tagung mitorganisierte, ist im Publikum heute. Und da haben wir darüber diskutiert, wie kann man diese Integration von sozialer und Nutzungsmischung in der Praxis bewerkstelligen. Die Ergebnisse kann man immer noch im Internet herunterladen. Es bleibt schwierig, warum die Betriebsgrößenstrukturen im Einzelhandel vor allem sind natürlich heute ganz anders. Und dann gibt es das Investitionsrisiko der Investoren, vor allem in der Anfangsphase. Es gibt andere Raumhöhen im Erdgeschoss. Trotzdem, darüber kann ich Ihnen sagen, ist man sich in der Fachwelt absolut einig, dass diese prioritäre Aufmerksamkeit für die EG-Zone überall herausragende Bedeutung besitzt. Ich zeige noch eine Folie zu Tübingen. Warum? Weil ich an Tübingen unter seinem Stadtbaurat oder Baubürgermeister Sölke besonders bewundere, wie sehr dieses Prinzip der lernenden Planung praktizieren. Man hat tatsächlich dieses Nutzungsmischungsziel flexibilisiert und gesagt, es muss nicht in jede EG-Zone natürlich eine Nichtwohnnutzung rein. Da müssen wir flexibler sein. Und vor allem Tübingen stand so etwas in dem Ruf, ja, da gibt es Milieudifferenzierung, so grün-alternative Milieus. Und dann hat man gesagt, unter dem Druck der Verhältnisse, nein, wir müssen da auch andere Akzente setzen. Und jetzt ist man dazu gekommen in der Konzeptvergabe, auch so ein ganz wichtiger Punkt, keine Höchstpreisvergabe der Grundstücke und städtischen Liegenschaften, sondern die Vergabe nach den besten Konzepten. Und da werden in Tübingen kommen nur noch zum Zuge Projekte mit einem dezidiert sozialen Konzept. Ich zeige Ihnen hier aus dem jüngsten und neuesten Projekt am Güterbahnhof eins der Projekte, die zum Zug gekommen ist. Ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel nennt sich das programmatisch, weil ein Drittel der Wohnungen wird entweder an Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung vergeben oder eben an Leute aus dem geförderten sozialen Mietwohnungsbau. Damit man sich da aber nicht überfordert, das finde ich so gut an diesem Projekt, praktiziert man Kooperationen mit Stiftungen, in dem Fall mit den Martin-Bonhoeffer-Häusern. Soziale Mischung funktioniert natürlich nur, wenn auch bezahlbarer Wohnraum vorhanden ist. Sie, Herr Josef, haben die Bedeutung dieser Sozialquote schon hervorgehoben. Das ist eine Art Notwehrakt der Kommunen. Der Bund und die Länder haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten aus der sozialen Wohnraumförderung zurückgezogen. Noch Ende der 80er Jahre hatten wir 4 Millionen Sozialwohnungen in Deutschland, jetzt noch 1,3 Millionen. Und die schmelzen weiter dahin wie Butter an der Sonne. Da ist es nur recht und billig, wenn man nicht allein auf die kommunalen Wohnungsgesellschaften setzt, sondern auch die Privaten beteiligt in einer bestimmten Quote. Hier war Freiburg eines der Pioniere. Aber an dem Beispiel Rieselfeld kann man viel lernen. Das ist in vieler Hinsicht rechts unten, in vieler Hinsicht ein interessanter, funktional gemischter, verkehrlich gut erschlossener Stadtteil geworden. Freiburg wollte ein besonders gut durchmischter Stadtteil sein, mit einem hohen Anteil an sozialem Wohnungsbau.
Heute gibt es dort keine einzige Sozialwohnung mehr. Warum? Weil die alle aus der Bindung gefallen sind wegen der viel zu kurzen Bindungsfristen. Das ist eine Debatte, die meines Erachtens noch viel zu wenig geführt wird, auch in meiner Heimatstadt Stuttgart nicht. Da unterhält man sich, wenn dann, über die Höhe der Quote, aber nicht über die Bindungsdauer. Aber was nützen 8, 12, 20 Jahre Bindungsdauer? Wir brauchen längere Bindungsdauern. 30 Jahre halte ich jetzt für ein Minimum. Andere Städte, München experimentiert schon mit 40 Jahren. Und ich werde gleich noch ein Beispiel Wien zeigen. Die haben eine Dauerbindung. Der nächste Punkt, Parzellenstädtebau. Die Folie verdanke ich meinem Städtebaukollegen Franz Pesch, die ist im gleichen Maßstab gehalten, ein beliebtes Gründerzeitalter und auf der anderen Seite großformatiger Investorenstädtebau. Sie kennen den, der ist aus unserem Stuttgarter Europaviertel, das in vieler Hinsicht ähnelt Ihrem Europaviertel, großformatiger Investorenstädtebau, der nicht die urbanen Qualitäten aufweist. Was ist das? Habe ich aber nichts. Jetzt hat sich da die Anlage verabschiedet. Aber ich spreche ja laut. Können mich alle auch hinten verstehen? Ja. Ah, Mikro geht wieder. Noch kurz gegen Ende zwei Wiener Beispiele. Das eine ist im Sonnwendviertel, auf dem neuen Baugebiet südlich des neuen Hauptbahnhofs. Wenn Sie Dichte bauen, und das müssen wir angesichts der beschränkten Flächenressourcen, dann brauchen Sie hochwertige öffentliche Räume und vielfältige Gemeinschaftseinrichtungen. Da ist dieses Projekt Wohnzimmer mit niedrigen Mieten, 7,50 Euro in Wien, gerade neu erstellt und ganz besonders umfangreichen Gemeinschaftseinrichtungen beispielhaft. Und das vielleicht europaweit im Augenblick am meisten zitierte Beispiel und besuchte Beispiel ist hier dieses Projekt in Zürich Mehr als Wohnen. Da haben sich 30 Zürcher Genossenschaften zusammengetan, um so ein großes Projekt mit über 400 Wohnungen auf die Beine zu stellen. Sie sehen auch, man experimentiert auch städtebaulich. Weder Block noch Zeile, dicke einzelne Gebäudestrukturen mit engen Gassen, aber dann doch einen Platz, um den sich Behindertenwerkstatt, Restaurant und all diese Dinge gruppieren. Die Stadt hat das Grundstück im Erbbaurecht vergeben, auch eine wichtige Vorbedingung dafür, und es lief ein beispielhafter Beteiligungsprozess. Und ein Projekt, auf das ich als Frankfurter auch schauen würde, ist Wien-Aspern, auch eins der größten Neubauprojekte in Europa im Augenblick mit 10.000 Einwohnern. Da hat man auch den Jan Gehl, den ich vorhin schon erwähnt habe, den Kopenhagener geholt. Der hat eine Partitur des öffentlichen Raumes entwickelt. Und man ist rangegangen mit dem wirklich dezidierten Anspruch, das muss ein sozial nachhaltiger, sozial gemischter Stadtteil werden. Und dementsprechend hat man hier auch Baugenossenschaften und Baugruppen Raum gegeben. Ich habe natürlich, als ich hörte, dass wir in einer Kirche sind, dann dieses Beispiel rechts unten gewählt, Brot. Das ist kirchlich inspiriert und Brot heißt beten, reden, offen sein, teilen. Das schien mir hier ein angemessenes Beispiel für diesen Veranstaltungsort, und ich erlaube mir noch ein Fazit zu ziehen. Das heute zu Recht konsensuale Ziel sozial und funktional vielfältiger gemischter Stadtquartiere, das benötigt wirklich eine Neujustierung von sozial orientierter Wohnungs- und Städtebaupolitik. Die Kommunen sind im Augenblick Vorreiter. Man kann nur hoffen, dass Land und Bund
die Länder und der Bund in ähnlicher Weise nachziehen. Im Koalitionsvertrag verspricht der Bund da manches. Die Verknüpfung von Wohnungs- und Städtebau mit Arbeitsmarkt-, Sozial- und Bildungspolitik, das wird auch oft vergessen. Es geht nicht nur um Wohngrundrisse oder auch nicht nur um Liegenschaftspolitik, sondern um die Verknüpfung. Eine gemeinwohlorientierte Bauträger- und Akteursvielfalt. Geben Sie Raum für die gemeinschaftsorientierte Genossenschaften, die sind viel, die Wiener nennen die Raumpioniere, das sind sie auch in vielen Fällen. Die sind am aktivsten, wenn es um die Erprobung neuer Wohnformen geht, aber auch ökologischer Weichenstellung. Dann überfällige bodenpolitische Weichenstellungen sind wichtig. Liegenschaftsfonds, erleichtertes Vorkaufs- und Enteignungsrecht, auch die Innenentwicklungsmaßnahme, die brauchen wir dringend. Und schließlich einen raumbildenden Parzellenstädtebau, der auch den Nutzern echte Beteiligungs- und Aneignungsperspektiven gibt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie noch bei mir, Frau Rasala. Ja, herzlichen Dank erstmal für Ihren sehr vielschichtigen Impuls. Sie haben Sie ein bisschen gezwungen, das Zeitfenster von 20 Minuten einzuhalten. Ich glaube, wir hätten natürlich von Ihnen auch noch eine Stunde Informationen rund um das Thema hören können. Aber jetzt an der Stelle nochmal die Botschaft an Sie. Gibt es inhaltliche Nachfragen, also Verständnisfragen, wo wir jetzt direkt an diesen Vortrag, an das Impuls anknüpfen können? Oder hat Professor Harlander Sie sozusagen auf allen Bereichen und Ebenen abgeholt? Und nein, es gibt hier eine Verständnisfrage. Wir haben zwei freundliche Helferinnen, die mit dem Mikrofon rumkommen. Und ich werde Ihnen gleich sagen, Sie werden das Mikrofon in der Hand behalten und nicht abgeben, nur dass Sie sich nicht wundern, wenn es in der Frage hier vorne in der zweiten Reihe direkt. Vielleicht können Sie sich kurz vorstellen und dann Ihre Frage stellen. Ja, mein Name ist Köhn. Eine Frage bei den Projekten, die Sie präferieren und vorgestellt haben. Wie ist da das Eigentumsverhältnis am Boden? Ist das alles öffentliches Eigentum und welche Voraussetzungen sehen Sie für solche Projekte? Ja, ist natürlich unterschiedlich, aber gerade bei den letzten Züricher Beispielen, da ist es in der Schweiz, nennt man das Baurecht, da wird der Boden im Erbbaurecht vergeben. Und das hat die natürlich sehr entlastet. In anderen Fällen sieht es anders aus. Ich weiß ein bisschen Bescheid hier auch über die Frankfurter Situation. Das Netzwerk Frankfurt, gemeinschaftsorientierte Initiativen. Ich habe selbst vor kurzem mal mit einer Bausparkasse in einer Rundfahrt verschiedene besucht. Viele von Ihnen werden das Projekt Naxos kennen. Da hat mich doch erschüttert und das zeigt, da ist noch viel Luft nach oben, auch in Frankfurt. Die haben erzählt, dass sie 10 Jahre auf ein geeignetes Grundstück gewartet haben. Und es gibt andere, wir haben dann noch 2, 3 weitere besucht und da war die Situation ganz ähnlich. In Riedberg 7 Jahre gewartet. Und das war im Ostend mit den 7 Jahren. Riedberg ist ja noch gar nicht so lange entwickelt. Da könnte man mit einem kommunalen Liegenschaftsfonds natürlich viel erreichen. Ich mag nicht unbedingt immer andere Städte vorhalten, aber in dem Punkt scheinen mir andere Städte schon weiter zu sein. München zum Beispiel reserviert 20-40% der eigenen Flächen, die sie vergeben, für neue Bauträgerformen, sprich, da unterscheidet man dann nicht, das muss man abwägen im Einzelfall, Baugemeinschaften, das ist ja eine Eigentumsform, und Baugenossenschaften, die vorwiegend Mietobjekte errichten. Aber das fände ich spannend, wenn Ihnen das gelingt, auch in Frankfurt sich in so eine Richtung zu ergeben. Ich weiß. Herr Josef hat direkt eine Nachfrage. Okay. Ich muss Sie auch, Herr Harlander, ich weiß, Sie haben viel zu erzählen, aber ich glaube, es gibt noch ein paar Nachfragen. Kürzere Antworten vielleicht. Herr Josef hat direkt eine Nachfrage, weil Sie den Finger gehoben haben. Oder wir heben es uns für die Diskussion gleich auf. Machen Sie eine Diskussion dann. Ja, ich habe es mir, deswegen bin ich nach links gegangen, um mir das als Stichwort auch aufzuschreiben. Vielen Dank für Ihre Frage. Gibt es weitere inhaltliche Nachfragen zu dem Vortrag von Professor Harlander? Ich glaube, wir gucken ein bisschen ins Licht, aber das ist nicht der Fall. Dann herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir sehen uns gleich bei der Podiumsdiskussion wieder. Was heißt gleich? Wir haben noch eine Stunde dazwischen. Aber vielen Dank, Professor Harlander. Wir wollen jetzt...